Ja, hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Workers and Resources Sabert Republic. Mein Name ist Azuriel und ihr schaut meinen Gaming-Kanal. Ja, willkommen zurück bei einem weiteren Tagebuch, der nahtlos an die letzte Folge anschließt. Ich drücke auf Play und es geht weiter. Ja, wir hatten ja festgestellt, dass wir in der letzten Folge gemerkt haben, dass wir gar keine Anbindung ans Zollamt über das Gleisnetz haben. Und diesen Umstand versuche ich jetzt in den Griff zu bekommen. Ja, alles rot. Da war der einzige grüne Punkt oder der dichteste grüne Punkt an der Suprastruktur. Kieszugentladung, wie ich es so schön benannt habe. Man beachte den Wortlaut Entladung. Ja, die Signale blockieren natürlich jetzt einen Gleiswechsel. Jetzt meine andere Idee ist, eine Wendeschleife da oben zu bauen, aber vergesst diese Idee mal wieder ganz schnell. Ohne einen Tunnel ist das technisch nicht machbar. Und auch das wird nicht funktionieren. Ja, meine Idee ist, dass er halt bis zum in den Sackgassenbahnhof einfährt und dann auf die andere Spur über ein Chain-Mixer-Signal wieder ausfährt. Aber er wird es nicht tun. Weil das erkennt die Tracer-Mechanik hier nicht. Also die Zuglinienführung braucht tatsächlich ganz konkrete Signalstellungen dafür. Ja. Mein verzweifelter Versuch, hier auf dem begrenzten Platz irgendwie eine Wendeschleife zu bauen. Speichern ist immer so ein Zeichen für mich. Jetzt muss ich was abreißen. Und wenn ich etwas abreiße, stürzt gerne mein Client ab. Aber ich kann euch beruhigen. Das wird er nicht. Ja, Idee verworfen. Andere Idee. Muss es halt irgendwie schaffen, ihn wieder herauszuführen mit einem Spurwechsel. Ja, das Signal, das muss erstmal weg. Oder generell, die Signale müssen nochmal weg an den Stellen. Erkenne ich jetzt auch. Und dann setzen wir erstmal den Spurwechsel. Wenn wir den haben, versuchen wir die Signale nochmal unterzubringen. Das sieht doch ganz gut aus. Warum ist dir das nicht gleich eingefallen?
schön farblich auch zu erkennen, die entsprechenden Gleisabschnitte. Also nochmal vielleicht als Tutorial-Hilfestellung, sollte ein Zug sich jetzt in diesem orangefarbenen Bereich befinden, werden alle Ampeln, also alle Signale auf Rot gestellt werden, in der entsprechenden Richtung natürlich. Oder anders ausgedrückt, das zählt dann alles als ein Gleisabschnitt, weil ich gerade eben den Spurwechsel gemacht habe. Das ist das, naja, tricky dabei. So, jetzt wird er das erkennen, ganz genau. Das Fragezeichen ist weg über dem Triebzug. Lokomotive. So. Und er macht sich auf. Kontrolliere übrigens nochmal die Signale, ob jetzt Farben, also die Ampelfarbe Rot, auch an den richtigen Signalen angezeigt werden. Solange wir nur einen Kieszug haben, reicht das links mit den zwei Signalen so. Ansonsten werden wir künftig ein Chain-Mixed-Signal brauchen. Weil wir nämlich sonst nicht mehr einfahren sollten. Weil wir halt nur zu einer Seite wieder ausfahren können. Obwohl, wir dürfen nur nicht zur selben Seite einfahren. Also es würde schon gehen. Aber bei drei Zügen würde das dann schwierig werden. Aber da sind wir ja noch lange nicht. So, jetzt warten wir erstmal, bis das Chain-Signal grün zeigt. Und das wird erst dann passieren, wenn aus dem davorliegenden Gleisabschnitt der entsprechende Personenzug ausgefahren ist, was er jetzt in diesem Moment tut. Jetzt ist das Signal gelb, das bedeutet, dass der Zug durch einen anderen Zug im Ziel, ja, im Zielabschnitt blockiert ist. Ne? Also er würde gern irgendwo einfahren können, kann er aber nicht, genau weil der Zug sich davor mit Prio angemeldet hat. Also wir würden das einfach jetzt Verspätung nennen. Ja, genau, das habe ich jetzt noch einmal mit der Maus signalisiert. Ja, jetzt schaue ich, ob ich noch eine Ausweichstrecke hinbekomme, falls auf der linken Seite belegt ist, dass er vielleicht auf die rechte Spur wechseln könnte. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Der Zug fährt genau jetzt aus dem Gleisabschnitt raus und jetzt hat der Kohlezug seine Prio und kann einfahren. Ja, ich muss zugeben, das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich die ganze Signalführung wirklich verstanden habe. Also, ich habe da sehr viel Schmerz investiert. Sehr viel Lehrgeld in Form von Rubel. Und, naja, diese Gleisführung hier in Antares City oder generell in unserer Antares Republic ist natürlich auch nicht die einfachste. Gibt hier und da bestimmt auch noch Probleme, werden wir noch sehen. Aber wir werden uns systematisch an eine sehr gute Gleissignalführung herantasten. Also, wenn ihr so die ersten Let's Plays von mir geschaut habt, dann wisst ihr genau, von was ich gerade rede. Kam dann irgendwann, ich weiß nicht in welcher Folge, 30, 40 oder so, so ein Wahnsinns-Aha-Effekt. Und dann hatte ich es verstanden. Aber es ist kein einfaches Thema.
Vor allen Dingen dessen, weil die Entwickler hier auch immer wieder noch etwas verändert haben. Ja, es kamen ja immer wieder weitere Signale dazu. Und man muss dazu auch sagen, selbst die Mechanik innerhalb der Signale hat sich im Laufe der Entwicklung auch nochmal geändert. Aber ich muss sagen, wirklich zum Guten. Ich finde diese Signalführung echt gut mittlerweile. Ich meine, viele, ja, meckern ja darüber. Wenn man das jetzt zum Beispiel mit anderen Spielen vergleicht. Ich glaube, Transport Fever. So ein Spiel, also da, wo es, oder, ich weiß gar nicht, wie das Spiel jetzt heißt. Aber zumindest, wo es sehr stark um Züge geht. Die haben das natürlich ein bisschen anders gelöst. Das hat natürlich auch seine Daseinsberechtigung, ganz klar, weil der Anspruch bzw. die Art und Weise, wie man damit umgeht, dann auch eine andere ist. Ne? Aber ich habe mich hieran gewöhnt und finde die Signalmechanik mittlerweile hier sehr gut. Aber sie bestraft dich auch sofort, wenn du einen noch so kleinen Fehler machst. Und ich muss auch sagen, in den wirklich 310 Stunden hier, oder mehr mittlerweile, es war so gut wie nie ein Bug. Es war immer ein Anwendungsfehler. Also im Nachhinein muss ich wirklich sagen, ist das schon wieder ein Bug, warum fährt denn der Zug da nicht rein? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Nein, es war immer mein Anwendungsfehler, weil ich es nicht verstanden hatte. Ich dachte auf meinem Weg dahin, dass ich es mehrfach verstanden hatte, ja, aber das hat eine ganze Weile gedauert. Okay, jetzt sind wir soweit und unser Kohlezug ist nun endlich auf dem Weg zum Zollamt. So, und wenn ich das jetzt nicht gleich entdecke, dass ich bei der Zollstation natürlich auch den Verkauf von Kohle noch einstellen muss, dann wird er noch eine Leertour machen. Ich bin gespannt. Ja, an dieser Stelle erinnere ich mich an unsere vierspurige Ausgleichsnetz, wollte ich gerade sagen, Ausweichgleise, die auch sehr viel Spaß gemacht haben zu bauen. Spaß in Anführungszeichen. Und ich habe es nicht gemerkt. Und nein, lieber Jan, du wirst den Zug nicht mehr dazu bekommen, die Ware zu verkaufen, weil der Computer schon etwas weiter ist wie du. Und ich glaube, jetzt ärgere ich mich gerade sehr. Ja, die Waren sollen verkauft werden. Aber in der Zollstation hast du nur entladen 100% Kies angegeben. Und genau jetzt sehe ich das. Hoffe ich. Ja, ich kann es nur wärmstens empfehlen, mal seine eigenen Videos zu reviewen. Es macht Spaß. Wenn man sich natürlich dabei nicht zu ernst nimmt. Ja, und man ist gezwungen, seine eigenen Fehler zugeben zu müssen. Was auch sehr wichtig ist. Ja, nur so kann man lernen.
Genau, jetzt habe ich die Kohle eingegeben. Und jetzt versuche ich irgendwie den Zug nochmal umzudrehen und ihn dazu zu bewegen, verkauf doch bitte noch die Kohle und mach nicht nochmal diese Leerfahrt. Aber da können wir wohl den Zug drehen, wie wir wollen. Eher wird das von der Game-Mechanik nicht mehr... Mann, bin ich jetzt erschreckt. Der Sound ist hier so laut bei mir, wenn ein Gebäude kaputt geht. Ja, und das hat uns gleich wieder Geld gekostet. Teures Lehrgeld. Ja, meine Lieben, was soll ich sagen? Lernen durch Schmerz. Zur Zeit, die Feuerwehren mal zu überwachen und zu überprüfen. Sonst... Gerade im Hinblick auf unser künftiges Projekt, hier die Kredite in den Griff zu kriegen. Dann freut man sich, dass man 1 Million abgearbeitet hat. Und dann... Ja, kommt dann sowas und dann bist du... Kabumm! Bombt dich das wieder nach hinten. Was kostet uns das jetzt? 10.000. Wenn wir Glück haben, waren keine Busse gelagert. Oder stationiert. So, aber... Das Hauptproblem ist... Sollte diese Suprastruktur in irgendeiner Form eingebunden gewesen sein, in irgendein Logistikzentrum oder dergleichen, dann wird uns das gleich in Form von nackten Zahlen präsentiert werden, dass irgendwo wieder etwas nicht mehr rund läuft. Also nackte Zahlen im Sinne von, dass wir Rubel verlieren oder Einwohner verlieren. Oder Gesundheitsstatus verlieren. Oder, ja, uns das unnötig schwer machen. Ja, ich grübel die ganze Zeit noch, warum. Also ich grübel nicht jetzt, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufgenommen habe, habe ich gegrübelt. Warum will der das nicht verkaufen, ne? Aber... Ich kriege ihn natürlich auch nicht mehr zu dieser Haltestelle bewegt. Oder doch? Ich glaube nicht. Kann ich mich jetzt nicht erinnern bei der Ausführung. Ich versuche das gerade hinzubekommen, aber irgendwie scheint er nicht... Scheint er das nicht mehr auf dem Tacho zu bekommen. Ja, wow. Mann. Da hatte ich was falsch im Gedächtnis. Aber ist gut. Wunderbar. Keine Leerrundfahrt. Das ist schön. Sparen wir Treibstoff und Zeit. Und ich erfreue mich gerade so etwas, dass die Minuswerte etwas weniger werden. Aber auch ganz gut zu beachten. November 71, knapp 190.000. Im Dezember werden wir wahrscheinlich auch ungefähr... so 190.000 bis 200.000 an importierten Waren brauchen. Aber behaltet die Zahlen in Erinnerung. Es wird sich bald drastisch ändern. Ich konnte ja quasi schon gar nicht mehr richtig ruhig schlafen, weil mich das so Gedanken gemacht hat, ob mein Spielstand, ja, wie soll ich sagen, ob ich den in eine Situation gespeichert habe, aus der ich nicht mehr rauskommen werde. Und ja, wir werden sehen. Also das wird sich jetzt immer mehr in den nächsten Folgen zu meinem Anspruch wirklich entwickeln, hier die Neuverschuldung abzubauen, um dann genau entgegengesetzt auf dem Tacho zu arbeiten.
Also wirklich gefallen tut mir das natürlich nicht, dass er hier diesen weiten Weg fahren muss. Auf der anderen Seite ist der Kieszug. Und Kies braucht eh ein bisschen länger, bis das wieder verkaufsfähig, also bis eine gewisse Menge erreicht ist, die Quantität so hoch ist, damit wieder ein Zug starten kann. Und dann bringt der Zug ja so wahnsinnige 4000 Rubel, was natürlich nicht mal ansatzweise im Verhältnis zu den Einnahmen steht, die wir bräuchten, um hier die Kredite abzufedern. Also im Moment neuer Kredit für den alten Kredit. Sehr realistisches Spiel. Da bin ich ja total froh, dass ich keine Kredite besitze. Ja, Bruchsteinlager ist voll. Das sieht doch schon mal richtig gut aus. Das hat sich jetzt so ein bisschen eingespielt. Wir haben natürlich eine extrem schlechte Produktionsquantität. Wir haben, also im Idealfall könnten wir 120 Tonnen Bruchstein produzieren, wenn wir 24 Megawatt Strom speisen würden, beziehungsweise dann nimmt dieses Gebäude sich diesen Strom, was natürlich auch die Erklärung ist, warum wir später so starke Schwankungen bekommen. Also jetzt nicht durch das Kieswerk, aber durch die Stromheizwerke. Ja, täglich grüßt das Murmeltier. Ich bin wieder beim Kieswerk und schaue mir nochmal ganz detailliert an, ob man damit leben kann, wie die Mechanik jetzt arbeitet. Also der Kiesspeicher, der belädt, sind ja bei 19%. Der wird ja dann abgeholt vom Zug, genau, von ihm. Ja, unser Getreidesilo ist so ein Monster, hier links gerade im Bild. Wir noch nie geschafft, wirklich voll zu bekommen. Obwohl ich schon wahrhaftig viele große Felder habe, aber ich glaube, wir brauchen noch mehr Felder, um hier den Bedarf überhaupt zu decken, was wir so an Getreide, an Korn benötigen. Auch das wird noch ein Thema werden, gerade was Landwirtschaft betrifft. Ich würde sagen, was Landwirtschaftsbetriebe betrifft. Ich meine, diese Sprachfehler sind ja fürchterlich. Da sind meine Gedankengänge schneller, als wie ich es ausdrücken möchte. Ich bin ja mal gespannt, wenn ich mir diese Tagebücher oder Let's Play-Folgen so mal als Rentner anhöre. Ich glaube, ich muss ganz schön schmunzeln dann. Aber egal, was tut man nicht alles in seinen jugendlichen Leichtsinn, wollte ich sagen. Gut, da bin ich schon lange raus, aber...
Wird bestimmt spannend sein, wenn mein Sohn sich diese Let's Plays Videos anschaut. Wenn er das überhaupt jemals tun wird. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Würde mich freuen. Fühle mich geehrt. So, jetzt frage ich mich, warum belädst du nicht? Was stimmt da denn nun wieder nicht? Kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich doch wirklich alles richtig gemacht und er belädt nicht. Und wie ich schon mal vor einer geraumen Zeit gesagt habe, da steht Kieszug-Entladung. Aber was wir wollen, ist ja eigentlich eine Beladung. Könnte es dann vielleicht sein, dass diese Suprastruktur gar nicht dafür gedacht ist, zu beladen? Und das war das dritte große Problem, was uns dann natürlich in der nächsten Folge beschäftigen wird. Ja, und da merke ich es so langsam. Ja, der Bruchstein ist durchaus da. Aber du kriegst ihn leider nicht beladen. Weil dieser Bahnhof dafür nicht gedacht ist. Kurzum, du hast vor ca. 40, 50 Folgen einfach mal den falschen Bahnhof gebaut. Genau, jetzt schaue ich mir die Anschlüsse an und stelle mit Erschrecken fest, die führen weg vom Bahnhof und nicht zum Bahnhof. Das genau, jetzt verfolge ich da die Strecke und wie du siehst, in welche Richtung geht das? Natürlich weg vom Bahnhof. So, jetzt, um jetzt Gewissheit zu bekommen, werde ich wahrscheinlich gleich speichern und einen so ein Förderband abreißen und mir nochmal genau die entsprechenden Piktogramme anschauen. Ja. Sehr schönes Beispiel wieder. Das ist denn die Theorie und die Praxis, die irgendwie nicht zueinander passen will. Ja, ja, Asphaltanlage funktioniert prima. Herrlich, wenn man sich das jetzt nochmal so anguckt. Das rattert in meinem Kopf und ich versuche herauszufinden, was hier schief läuft. Ja, genau. Das musst du jetzt mal abreißen. Und dann wirst du gleich merken. Was habe ich gesagt? Jetzt speichere ich, weil ich Angst habe, dass mir der Client abstürzt beim Abreißen. Im Übrigen, wenn das ewig dauert, das Speichern, dann empfehle ich euch, die alten Spielstände einfach rauszulöschen. Oder irgendwo anders hin zu sichern. Aus dem Steam Safe Ordner. Dann liegt das einfach daran, dass so viele Spielstände in die Liste geladen werden. So, jetzt kommt die große Überraschung. Ja, schau mal einer an. Da geht das Förderband weg von der Suprastruktur, also vom Bahnhof. Ja. Und das erklärt auch, warum er nicht beladen kann. Weil das ist auch kein Bahnhof, der be- und entladen kann, sondern der kann halt nur eine Sache. Naja. Ja, genau. Zugentladung. Wie schön. Das erfordert jetzt Nerven, hier viele Dinge abzureißen, umzustrukturieren und neu zu bauen. Und es kostet wieder Geld. Aber das tut man nicht alles. Genau, jetzt suche ich mir nämlich den entsprechenden Beladebahnhof.
Nein, das war er nicht. Nein, ist eine Seilbahn. Ja, die neue Menüführung hat eine Weile gedauert. Mittlerweile ganz gut. Ja, das ist er. Das ist er. Und den brauchen wir. Ja, meine Lieben, wir sind am Ende der Folge. In der nächsten Folge werden wir natürlich das Teil bauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ja, genau den habe ich gebaut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch. Ne? Euer Azuriel. Mach's gut. Ciao.